Hi und herzlich willkommen auf Ringers Backfeld. Heute bereite ich ein Weihnachtsdessert mit Vanillekipferl zu. Denn ein leckeres Dessert ist schnell gemacht, perfekt zum Vorbereiten und passt zu jedem guten Essen. So, dann geht es jetzt direkt zu den Zutaten. Ich nehme 300 Gramm 10%igen griechischen Joghurt, 200 Milliliter Sahne, einen Esslöffel Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, ein Päckchen Sannefest, 40 Gramm weiße Konfitüre und 180 Gramm Vanillekipferl. Zuerst zerbrösel ich die Vanillekipferl fein. Die Konfitüre lasse ich über dem Wasserbad schmelzen und vermenge sie anschließend mit den Bröseln, bis sie mit der Konfitüre umhüllt sind. Jetzt schlage ich die Sahne mit den Sahnefest steif. Den Joghurt verrühre ich zunächst mit dem Zucker und dem Vanillezucker. Und zwar so lange, bis sich der Kristallzucker komplett aufgelöst hat. Dann hebe ich die steif geschlagene Sahne vorsichtig unter den Joghurt. Nun rühre ich die Brösel kurz unter die Creme. Und da die Brösel mit der Konfitüre umhüllt sind, bleiben sie schön knusprig und werden nicht matschig. So, und das war's dann auch schon. Jetzt fülle ich das Dessert nur noch in kleine Gläser. Und zur Deko bestreue ich es noch mit etwas weißer Konfitüre und einem Kipfer. Dann stelle ich das Dessert für mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank oder aber über Nacht, denn es lässt sich auch sehr gut vorbereiten. Dieses Weihnachtsdessert ist schnell gezaubert und total lecker. Probiert es unbedingt mal aus und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Für weitere Rezepte, den könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.